Heroinhandel. Joe Valachi gehört zur Genovese-Familie, ein Krimineller seit 3 Jahrzehnten. Valachi hatte nur die Volksschule besucht. Sein erstes Verbrechen beging er mit 6 oder 7 Jahren, einen Einbruch in einen Lebensmittelladen und dann immer wieder Gefängnis. Aber er war gerissen. Joe Valachi war ein primitiver kleiner Ganove, nicht mehr als ein Handlanger und ohne Aussicht, jemals an das große Geld heranzukommen. 1962 sitzt er wegen Drogenhandels in Atlanta im Gefängnis. Er hat Angst, dass seine Bosse ihn umbringen, denn nach außen hin ist die Mafia noch gegen den Drogenhandel. Valachi kommt dem zuvor. Er tötet einen Mitgefangenen, weil er glaubt, es sei ein auf ihn angesetzter Killer. Doch er erwischt den Falschen. Ob aus Angst oder aus Reue, Valachi entschließt sich auszupacken. Ursprünglich sollte er der Drogenpolizei mit Aussagen über andere Dealer zur Verfügung stehen. Denn mehr wollten die gar nicht wissen. Doch Robert Kennedy hatte eine bessere Idee. Lass uns doch mit ihm über die Mafia reden. He said, wait a minute. Let's talk to him about the mafia. Zum ersten Mal wird gegen das Gesetz des Schweigens verstoßen. William Hundley gehört zu den wenigen, die seine Enthüllungen hören. As soon as we got the story, we moved him. Sobald die Sache klar war, flogen wir ihn mit einem Helikopter nach Fort Dix. Da waren wir sicher, die Arrestzelle war leer. Dort begannen wir mit dem Verhör. Valachi erklärt den Beamten die genaue Struktur der Mafia-Familien. Vom kleinen Fußsoldaten wie ihm bis hinauf zum Paten an der Spitze. Er macht seine Aussagen nicht vor Gericht, sondern vor einem Senatsausschuss. Robert Kennedy wendet sich sogar ans Fernsehen. Bobby Kennedy hatte eine geniale Idee. Wir zeigen die Sitzungen im Fernsehen, wenn Valachi vor dem Senatsausschuss aussagt. Das ganze Land wird davon fasziniert sein. Die Unterwelt wird ans Licht gezerrt. Der Ausschuss des Senats beginnt seine Arbeit unter dem Vorsitz von Senator McClellan aus Arkansas. Arkansas Senator McClellan is at the helm. William Hundley ist dabei, als Valachis Aussage im ganzen Land übertragen wird. Eigentlich war er zunächst gar nicht kooperativ. Aber als dann im McClellan-Ausschuss die Scheinwerfer angingen, da kam wohl sein Adrenalin in Fluss. Auf eine perverse Art hatte er es wohl genossen. Valachis Aussage ist eine Sensation. Ein Insider gibt live im Fernsehen Einblick in die geheime Welt der Mafia, der Cosa Nostra, italienisch für unsere Sache. Valachi bestätigt, was die Abhöraktion des FBI ergeben hatte und was dessen Direktor J. Edgar Hoover nur widerwillig glauben will. Nun steht fest, es gibt sie, die amerikanische Verbrecherbande. Ein Millionenunternehmen, zusammengeschweißt durch die Rituale ihrer sizilianischen Komplizen. Sie haben die Worte wiederholt und dabei das Papier verbrannt? Ja. So werde ich brennen, wenn ich die Organisation verrate. Und dann erklärt er, du lebst von der Waffe und vom Messer und du stirbst durch die Waffe und das Messer. Wer wurde Ihr Pate? Joe Bonanno. Ist er auf diesem Schaubild? Steht er an der Spitze einer der Familien? Ja, bis heute. Er lebt also noch? Genau. Valachis Fernsehauftritt war ein Desaster. Für die Mafia und besonders für die Bonanno-Familie. Valachis Aussage war für unsere Leute ein Schlag ins Gesicht. Kein Zweifel. Herr Senator, darf ich noch was sagen? Und das ist dann auch alles. Mit dem, was ich hier vor aller Welt offenbare,
bin ich ein Totgeweihter. This is my doom. 1971 stirbt Joe Valachi im Gefängnis an Krebs. Mit Valachi verschwand die Illusion, dass es in den USA kein organisiertes Verbrechen gäbe. Als die Cosa Nostra anfing, mit den sizilianischen Cousins ins internationale Geschäft einzusteigen, stand sie bereits im Brennpunkt des öffentlichen Interesses. Und zum ersten Mal war die Omerta, das Gesetz des Schweigens, gebrochen worden.